Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, es ist passiert, bei mir ist es jetzt auch endlich angekommen, mein eigener Pokéstop zu Hause vom Sofa aus, kann ich jetzt also Pokémon fangen, Lockmodule machen und wir wollen mal kurz in die App schauen, wie das jetzt aussieht und zwar so, das sieht jetzt komisch aus, ich habe die App jetzt nicht geladen, ich habe das schon auf, ich sehe, der läuft hier ein bisschen. Und wenn er so steht wie jetzt, dann komme ich nicht nur hier an diesen Stop, Spielplatz, Wohngebiet, Häfenmarkt und nicht nur an die Arena, Stolpersteine, untere Marktstraße, sondern auch an den neuen Stop, Stolpersteine, Friedmann. So könnte man hier zwei Lokmodule anmachen, hat die Arena noch und das ist richtig genial. Ihr seht ja, ich stehe hier zu Hause. Wer die ganzen letzten Folgen von mir so geguckt hat, wenn ich immer ein Infovideo gemacht habe, hat man ja gesehen. Links neben mir ist eine Arena, da bin ich meist nicht hingekommen. Und über mir ein Stop, an den ich nicht hingekommen bin und dazwischen war einfach nichts. Jetzt ist hier ein Stop da, ihr seht, er hat auch noch den weißen Kringel. Und den habe ich bestimmt 5-mal eingereicht oder so. Ist jetzt durchgegangen. Die Arena damals war ja auch so. Das war ja eigentlich nur ein Pokéstop. Der kam aus dem Nichts einfach so. Und ein paar Tage später wurde es dann eine Arena. Seitdem konnte man natürlich keine Lokmodule mehr dran machen. An der Arena geht das ja nicht. Jetzt ist aber auch noch ein Stop dazugekommen neben der Arena. Das finde ich richtig genial. Und wir wollen den hier auch gleich mal drehen. So. Neuer Pokéstop gedreht. Ein Superball. 3 Pokebälle bekommen und der ist, wo ist er noch da? Und wir wollen uns jetzt mal schön aufs Sofa pflanzen und eine Runde Lokmodule machen. Mal schauen, was da so alles rauskommt und sind gespannt, wie sich das noch entwickelt, was hier noch weiter wächst. Denn ihr seht, da hinten ist immer alles voll und alles zu, aber hier um diesen Bogen rum ist ja noch viel Platz. Vielleicht kommt ja hier unten noch was hin und da noch was hin und da noch was hin. Da muss man gucken. Es dauert halt manchmal etwas, aber im Endeffekt ist es jetzt erfolgreich gewesen, der Pokéstop ist da, Stolpersteine allgemein gehen ja eigentlich immer durch, bei dem war ich jetzt skeptisch, weil die Zellen auch einfach vollgepfropft sind, hat aber geklappt. Jetzt machen wir aber mal das Modul an und gucken mal, was da alles rauskommt. So, der Iswo ist bereit, ich bin bereit, ich weiß gar nicht, ob der Iswo bereit ist, aber wir machen es auf jeden Fall jetzt mal an. Ich habe ja noch ein paar Lokmodule übrig, 69 Stück, wir drücken mal drauf, wir werfen das mal ein und er haut schon fleißig Pokebälle weg und gucken mal, was dann alles hier rauskommt. Da sitzt noch lauter anderer Mist, den können wir ja dann mal wegfangen, wenn das erste fort ist. Und das erste ist gleich ein Alola Kleinstein, kann natürlich shiny sein, ist es jetzt aber nicht. Ist natürlich schön, wenn ihr zu Hause seid, da könnt ihr gemütlich da Modul machen, dabei was trinken, was essen natürlich. Wir fangen mal hier das andere Zeug noch weg, dass da Platz ist und man besser sieht, was los ist, also das Traumado noch folgt. Ihr seht hier, Shiny Schuppet ist auch dabei, ist gerade gespawnt. Und als nächstes haben wir ein Kabuto. Kann natürlich auch shiny sein. Und drin ist es im Sack. So, jetzt 2 Minuten schlafen und dann vor, wenn es weitergeht. Als drittes haben wir einen Voldoball, kann man auch mal mitnehmen, 705, die Dinger waren ja damals auch richtig selten, ich glaube mein allererstes habe ich in der Schlossparkpassage gefangen, da bin ich abends rausgerannt und habe geguckt, weil da ein Schatten war und da war das erste Voldoball, was ich hier gesehen habe, saß einfach dort um die Ecke. Oh, da ist das nächste! Stolunio! Jetzt, wo er fertig ist mit Essen, da ist er auch wieder anwesend und alles ist wieder gut. Ich dachte schon, wir haben ihn verloren, aber nein, er lebt noch. Ja, man merkt das, wenn man kein Bier trinkt, dann ist man schlecht gelaunt und müde. Und wenn man Bier trinkt, dann ist man immer gut gelaunt. Also, trinkt mehr Bier. Es gibt ja auch immer diese Angebote. Also, wenn ihr dann 6 kauft, dann ist es günstiger, als wenn ihr 1 kauft. Und vor allem, ihr seid betrunkener, wenn ihr 6 kauft, als wenn ihr 1 kauft. Wer kauft schon ein Bier? Dick da! Ach, mein Ball macht, was er will. Balls! Jetzt klatsche hin. Boom! Und jetzt können wir sogar den Stop oben drehen. Oh mein Gott!
Und als nächstes haben wir ein Aufbewahrungslimit erreicht. Ah, nein! Girafarig! Auch sehr selten. Eigentlich. Habe ich glaube ich noch nie aus dem Modul bekommen, aber sieht lustig aus. Hat so eine rosa Nase wie der Adi. So eine Scheiße. Da ist ja schon wieder das nächste After-8. Noch ein Voldoball. Oh, richtig gutes Modul. Könnte ja shiny sein. Kein Scheiß dabei bis jetzt. Schreibt mal in die Kommentare, was es bei euch heute zu Abendessen gibt. Guck, Girafarig ist so selten, dass er schon das nächste sitzt an dem komischen neuen Stop. Oh, ein Slimer ist After-8. Könnte ja shiny sein. Ja. Und ein Slimer ist aufgedacht. Könnte ja shiny sein, ne? Wir sagen es auch nochmal dazu. Habt ihr schon einen shiny Alola-Slimer gebrütet? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Gibt's exklusiv natürlich aus den 7er Eiern. Draußen wieder Hundekampf. Ja, was sagst du dazu? Jetzt bist du sprachlos. Nicht wegschmeißen. Hier, seid ihr jetzt auch sprachlos mit seinem hässlichen Paras? Das hat, ja gut, es hat wenigstens über 90 IV, also das würde ich gleich in die Arena stellen, damit es jeder zerkloppen kann, aber trotzdem. Oh, ich zeig den Leuten mal was ganz Besonderes. Ja toll, dann halt's halt mal rein. Ein 98 Lux Dido auf Maximum gepusht. Ein Dido? Was macht ihr mit euren Glücks-Pokémon eigentlich? Hebt ihr die alle komplett auf oder werft ihr die weg? Also ich mittlerweile mach's so, ich entwickle das durch für den Lucky Dex Eintrag und dann hau ich's in die Tonne. Wenn die schlechte IV haben, weg. Wenn das unnütze Pokémon sind, hau ich die weg. Wenn es welche sind, die schlechte IV haben, aber trotzdem an sich gute Pokémon sind, dann hebe ich die auf. Vielleicht kann man die IV ja irgendwann mal verbessern. Aber was nützt mir jetzt, was würde mir jetzt ein 100%iges Glücksparas nützen in dem Sinne zu Parasek? Ich glaube nicht, dass das irgendwann mal eine Ultra-Mega-Entwicklung bekommt und dann alle wegfischt. Und deswegen, ein Beutel ist eh immer zu voll, obwohl ich schon alles wegschmeiß. Außer das, was alles im Beutel ist, sonst wäre der ja nicht voll. Du machst halt voll falsch. Warum? Guck mal, wie viel Platz ich im Beutel hab. 400, damit kommst du aber nicht weit. Ja, und du hast einen Platz. Am besten hebt von jedem das Höchste auf, aber da auch nur die Endstufe, dann passt das. Nee, hier werft das auch alles weg. Alles weg, fertig, so. 150.000 Pokémon Go-Fans erobern Dortmund. Angst vor Unfällen, Hausfriedensbruch. Ha! Hausfriedensbruch! Ist nicht lustig. Der Mogelbaum ist viel lustiger, der jetzt gleich hier erscheint. Guck, da kommt jetzt gleich ein Mogelbaum. Ich brauch's doch gar nicht da reinhalten, man sieht's doch eh schon dann so. Bei mir kommt gar nichts. Ey, und da ist er schon. Mogelbaum, der Cheerleader unter den Pokémon, den müssen wir auch noch mitnehmen. Man kann ja alle wegwerfen, aber nur den 100er aufheben. Dann hast du einen im würde Beutel. Warum auch immer. Guck mal, ich zeig dir mal, was wichtig ist. Guck mal, das ist wichtig. Und obwohl er immer noch 400 Plätze hat und sagt, er wirft alles weg, was macht er? Er hebt sich natürlich erstmal 500 Kanimani auf, einfach so aus dem Nichts. Die würde ich alle wegtun für Bonbons, aber die will er ja bestimmt aufheben, bis mal ein Doppelbonbon kommt. Ja, wenn das Tauschevent mit den 6 Bonbons ist, dann kriegt man 6-mal so viel. Und dann alles weggeknallt und fertig. Außerdem kriegst du nur 6, wenn du tauscht mit was, was weit weg ist. Aber da du ja eh von da drüben kommst und ich komme von da hinten, ist ja eh die Distanz meistens über 100 Kilometer und dann passt das auch über mit den 300. Ja, aber 100 brauchst du ja zum... Damit ich mit den 3-6 dann reingeht, ne? Erzähl halt mal deinen fleißigen Zuschauern, dass man jetzt auch Kraut und Kyokra aus den Feldforschungen Spezialaufgaben rauskriegt. Und das nächste ist Kabuto! Das wissen doch aber meine fleißigen Zuschauer schon. Das habe ich doch schon erwähnt in einem Video, dass neue Feldforschungsdurchbrüche bekommen. Außerdem sieht man das ja selber, wenn man ordentlich spielt, ne? Groudon immer noch in den Raids momentan, bis das Video hier online kommt, leider nicht mehr, glaube ich. Kannst mit allen aufnehmen, KP wirklich hoch. Brauchst du einen Party-Hut, Pichu? Das kann man weghauen.
Also bei uns merkt man schon, dass Pokémon ein richtig spannendes Spiel ist für die ganze Familie, was richtig voll Spaß macht und einen total fesselt und in seinen Bann zieht und wo man einfach total gehypt ist und es einfach überhaupt nicht langweilig wird. Kabuto! Kann shiny sein! Nehmen wir auch gleich mal mit! Einfach fabelhaft, so muss es sein. Du trinkst zum harten Stuff. Scheiße, ich glaube, der Stop ist aus. Echt? Oh. So! Das war's natürlich, der Stop ist aus und wir sind auch aus und. Ja, war aber ganz interessant, war ganz cool. Ich glaube, wenn dann ein Event ist oder so und ihr sitzt dann abends zu Hause und wie beim Boden-Event oder irgendwas, ihr sitzt zu Hause, guckt was, wollt nebenbei ein bisschen klickern oder Shiny sammeln, ist das vielleicht eine ganz nette Sache. Gerade wenn ein Stop da ist, erscheinen ja nochmal mehr Pokémon. Um den Stop herum ist dann immer was los und kann man mal machen, vor allem wenn man noch so viele Lokmodule übrig hat. Das war's aber von unserer Seite aus. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass der Stop jetzt da ist und gucken, vielleicht passiert ja noch mehr in der Zukunft. Habt ihr auch einen eigenen Stop zu Hause oder irgendwas in der Nähe? Wie sieht's bei euch so aus? Und ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und... Euer Ramses. Ach, leck mich doch am Ramses. So, euer Iswo und euer Ramses. Psst.